Moin zusammen, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, ich spiele heute mal Jump World, den Tagessieger einfach mal. Schau da mal rein auf Timolia. Mal gucken, wie der ist. Oh, geile Idee. Ja, klingt schon mal richtig super an. Ich fliege erstmal runter. Bin dem Jump World eh nicht sehr gut. Heißt von drei Blöcken bitte keiner. Was kann man denn noch verkacken? Ups, ja. Das passiert mir auch dauernd. Einfach versehentlich drauf. Das hasse ich mit diesen Zäunen. Bitte mal, wie ich die Logik mal verstehen würde. Darüber. Ja, vielleicht nicht sneaken beim Springen. Bleiben. Nice, geschafft. Erstmal Zuckungen ankriegen. Jetzt weiter, ich schätze mal da unten den Eis rein. Sehr nice. Lava. Das ist jetzt schon. Ich will da nicht hochklettern. Ich schalte mich jetzt einfach mal rechts, wo ich dann rauskomme. Scheinbar nirgendwo. Hier komme ich gerade her. Ich bin scheinbar richtig, ne? Ja, leck mich. Jetzt. Also hier. Was ist denn? Einfach direkt weiter. So. So. Hab ich schon wieder so ein Vieh. Ja, ich bin natürlich auch blöd und latsch direkt rein. Wow. Ja, und wo geht's hier jetzt weiter? Irgendwo raus. Scheinbar nicht hier entlang. Außer ich bin mal wieder zu blöd. Hier auch nicht. Wahrscheinlich. Und da kommen wir gerade. Eine. Hab ich. Wo? Falsch. Noch mal eine Enderperle irgendwo haben. Ja, hier. Ja, genau. So. Keine Ahnung, wo hoch. Da hoch.
schön. Was mache ich hier jetzt? Irgendwie wieder einen Running Jump weg. Oben geht's weiter. Der Scheiße. Aufhören zu regnen. Ist ja übelst an. So. So. Einmal hier um die Ecke. Ja. So, das ist mal klar, ne? Mal verkackt. Mindestens einmal. Sind diese Sprünge nicht mal so schwierig, aber ich verkack's grad. Sterbe ich denn direkt, wenn ich vorwärts laufe? Ich hab's zu blöd, um zu kacken. Geht doch. Kurz meinen Roller zu machen, sehe ich hier gar nichts. Die ganze Zeit hier im Monitor reflektiert. Geradeaus oder hoch, was auch immer ihr mir damit sagen wollte. Trotzdem weiter. Sie versuchen außen rum zu spielen, aber das verkackt ich. Ja, er hat scheinbar gemeint, dass ich da hoch soll. Ja, ein Checkpoint dazwischen ist klar. Geh den mal dahin. Ja, wow. Wenn ich die ganze Zeit aus Versehen drücken würde, dann wäre ich wahrscheinlich auch schon mal viel besser dran. So. Grad schon oben. Ach ja, genau. Fallen wir da einfach nochmal gleich runter. Wieso nicht, ne? Wenn es wenigstens Tag wäre und aufhören würde zu regnen. Das ist gerade das, was mich hier am meisten ankotzt. Ja, endlich, wir können weiter. Wow, da rechts ging weiter und dann. Genau so habe ich damit gerechnet, dann bin ich drüber gerannt. Da habe ich wohl gar nichts gerechnet. Ja, vielen Dank dafür auch nochmal. Eigentlich kaum zu übersehen. Oh, fast. Durch. Ja, wow, das kenne ich mit den Leitern. Da rutscht man aber irgendwie immer runter. Bis zum 10-millionsten Versuch. Dann schafft man es vielleicht. Wow, ich habe es geschafft. Das ist irgendwie unerwartet. Dafür schmeiße ich mich direkt danach runter.
einfach zu inkompetent dafür. So. Aber auch doch nicht. Vorbeispringen, ne? So nicht. Kannst du super gut zielen, ne? Bei jedem Sprung einmal stehen. Kack trotzdem. Ja. Jetzt ungern nochmal verkacken. Hab. Scheiß. Ja. Solche Parts kotzen mich echt an irgendwie. Werde ich jetzt wahrscheinlich noch 10 Jahre dran rumhängen. Und dann immer noch. Ja, wow. Und dann passiert mir wieder sowas. Dürfte ich das jetzt bitte einmal schaffen? Ja, genau. Wow. Hab's geschafft, lol. Kam jetzt echt unerwartet. Ja, bis zum nächsten Checkpoint sind es dann nochmal 3 Jahre. Mal sehen, wie viele Cuts ich dazwischen drin brauche, dass ich das Video wieder auf 15 Minuten runterbekomme. Ja, es regnet nicht mehr und es ist Tag. Nice. Endlich. Verkackt trotzdem noch. Was drunter, dass man schon langsam läuft. Ernsthaft. Ja. Ich habe eine Druckplatte übersprungen. Ja, danke dafür auch. Hier oben einfach alles gar nicht mitbekommt, sondern einfach direkt runterspringt. Immer so diese kurzen Run-Jumps direkt vor dem Ziel. Dann geht es mal wieder am Verzweifeln. Bis wenigstens gibt es hier zwischendurch Checkpoints. So schlimm war der jetzt auch nicht. Es nicht schafft. Ich schätze mal, ich schaffe es schon. Ja, ich hab's geschafft. Also insgesamt war die Map eigentlich schon sehr gut. Jetzt will ich mal noch gucken, wo mal raus. Toll. Die mich auch einfach runterporten können. Ja gut. Ich
würde dann einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Wahrscheinlich wird es dann Beat the Beast Presents Crackpack sein. Die 6. Folge sollte noch heute online kommen. Ich habe sie noch nicht aufgenommen, werde ich jetzt dann aber gleich im Anschluss wahrscheinlich machen. Lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.